Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Final Fantasy 3. Ich gehe mal ohne Umschweife direkt los, weil ich hier jetzt gerade ein wenig im, naja, Zeitdruck nicht, aber ich muss ein bisschen Zeit wieder gut machen, weil wenn man da drüben sieht, da ist ja die Kiste schon offen. Was ist denn da los? Ja, das ist nicht meine erste Aufnahme von dem Video jetzt hier. Ich habe gefailt, Leute. Ich habe aufgenommen und habe gedacht, bla bla bla, gequatscht und war richtig geil und waren auch ein paar Fails drin, war voll lustig, super Episode und leider ist die für immer im Limbus verschwunden, weil jemand nicht die Soundeinstellungen richtig eingestellt hat und deswegen hatten wir keinen Game Sound. Ja. Das ist doof. Das ist jetzt so. Damit leben wir jetzt. Fertig, aus, Ende. Nicht so schlimm. Storytechnisch habt ihr nichts verpasst. Ich kann alles auch zusammenfassen, falls irgendwo eine Sequenz jetzt fehlt. Weil ich habe auch natürlich über meinen Spielstand drüber gespeichert, aber keine Sorge, ich fasse gleich alles zusammen. Alles gut. Lunef hat immer noch nichts Neues. Wir haben für Ark eine Wikinger-Axt, einen Panzerhelm und eine Panzerrüstung. Das ist ein starkes Upgrade. Hier, ihr seht es, die Mithril-Rüstung gibt 10 Abwehr, die Panzerrüstung gibt 18. Panzerhelm 6, Mithril-Helm 4, also gute 10 Rüstungen dazu gewonnen. Und die Axt macht einfach 33 Schaden, das ist sehr geil. Wir haben für Refia haben wir einen Blitzdolch gefunden. Das ist halt einfach ein besserer Dolch, der auch noch Blitzschaden macht. Und für ihn haben wir, für Ingis haben wir die Blitzklinge gekriegt. Die ist halt auch einfach ein besseres Mithril-Schwert mit Blitzschaden. Ansonsten haben wir itemtechnisch nicht viel dazu gewonnen. Wir haben ein paar Dialoge gehabt, die natürlich jetzt nochmal synchronisiert werden von keinem geringeren als mir. Jor, wir sind die Wikinger, König der Meere, ho ho! Und eine Buddel mit, naja, das waren wir zumindest einmal. Das Erdbeben hat den Seedrachen aufgeweckt. Er hat alle unsere Schiffe versenkt. Bis auf die Enterprise. Aber wir können doch mit einem einzigen Schiff keinen Seedrachen erlegen. Ja, die Enterprise. Woher wird die wohl sein? Lass mich schlafen, ich träume vom Segeln. Oh, ich hasse das Meer. Was soll ich denn sonst machen? Ein Wikinger ohne Schiff ist wie ein Fisch ohne Wasser. Den Häuptling trifft keine Schuld. Niemand kann uns gegen den Seedrachen helfen. Der Neptotempel befindet sich an der Spitze des Kaps. Opa weiß alles darüber, wenn ihr euch dafür interessiert. Ja, und Opa bei den Wikingern oder bei den Zwergen im ersten Teil war ein wichtiger NPC. Ganz kurz schaue ich hier mal durch, aber hier ist nichts. Das haben wir alles schon. Hier können wir rasten, das habe ich gerade schon mal gemacht. Und hier ist der Itemhändler, da brauchen wir auch nichts. Irrelevant. Ja, hier drüben ist ein kleines Secret. Ich verstecke mich nicht, ehrlich, ich warte auf Opa, ja, ja. Ja, und hier waren zwei Items. Ich glaube, hier war die Wikinger-Axt und der Blitzdolch. Oder irgendwas Nebensächliches. Falls ihr es nicht wisst, der Nepo-Drache hat früher im Nepo-Tempel im Norden geschlafen, bis zu dem Erdbeben natürlich. Das muss ihn dann wachgerüttelt haben, denn jetzt will er uns den Hintern versohlen. Und hier ist noch eine Quelle, mit der wir nichts machen können. Wahrscheinlich. Ne, ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, vielleicht füllt ihr irgendwann unsere MP auf, aber wir haben ja MP. Und es wird trotzdem nicht benutzt. Mit dem habe ich auch schon geredet, der hat keine neue Post für uns. Das da unten ist der Chef. Was haben Männer bloß? Finden ein paar Schiffe und sie tun so, als hätte er Valhalla sie rausgeworfen. Und hier haben wir eine kleine Minikanone, die wir abfeuern können. Hey! Die Enterprise ist ein tolles Schiff, aber niemand will an Bord gehen, solange der Seedrache in den nahen Gewässern sein Unwesen treibt. Ja, da ist ein Drache. Geht bloß auf kein Schiff, Jungs, wenn euch euer Leben lieb ist. Ein Seedrache greift alles an, was sich dem Kap nähert. Draußen steht ein Schiff übrigens, und das habe ich benutzt, und der Seedrache hat uns angegriffen und hat uns 50-fach gewonshottet. Also der macht 5.000 bis 7.000 Schaden. Den schaffen wir nicht. Das muss der Neptodrache sein, die mächtige Schlange, für die der Neptotempel errichtet wurde. Beseitigt den Seedrachen und der... beseitigt den Seedrachen und die Enterprise gehört euch. Ja, also das hier ist der Opa, der Chef von dem Wikingerdorf. Wir hatten eine kleine Szene mit dem, aber im Prinzip hat er nur gesagt, geht mal zum Neptotempel im Norden. Der wurde extra für den Neptodrachen gebaut. Und befreit uns vor dem Seedrachen, damit wir unsere Schiffe wieder fahren können. Weil die alle ihre Schiffe wegen diesem Seeungeheuer verloren haben. Wenn ihr versagt, dann seid ihr eben eine weitere Opfergabe an den Neptotempel. Juckt mich nicht. Und das war's hier auch schon. Da drüben ist das Schiff. Das könnte ich benutzen, um hier lang zu fahren. Und dann werde ich gefressen, aber das wollen wir natürlich nicht.
Und hier ist der Nepto-Tempel, der aussieht, als wäre aus Heroes of Might and Magic. Und hier gibt es sehr geile Musik, wie ich finde. So. Eine Statue des Nepto-Drachen? Huh, da fehlt ein Auge. Das Loch scheint weiterzugehen. Wir könnten uns wahrscheinlich mit Wicht durchzwängen. Aha. Dann werde ich genau das machen. Und auf alle. So. Jetzt sind wir winzig und können herein. Schwupp. So. Hier gibt es ein paar Random Encounter und ein bisschen Loot. Den Loot habe ich natürlich auch schon eingesammelt. Ich glaube, hier gab es das Blitzschwert irgendwo und die Panzerrüstung. Und ansonsten habt ihr eigentlich nichts verpasst. Ich werde jetzt einfach... Also hier unten ist Ausrüstung. Hier sind die Rüstungsteile, die Panzerrüstung und der Panzerhelm. Und hier lang geht's zum Blitzschwert und zum Plot. Und das wickele ich jetzt alles hier in 6 Minuten scheinbar ab. Und das letzte Mal habe ich 20 Minuten gebraucht. Also gut für euch. Spart Zeit für uns alle. Ich bin tatsächlich fasziniert, dass hier jetzt nicht ein Random Encounter kam. Ach so, ich kann da nicht speichern. Genau, und jetzt können wir hier zu dem Random Encounter gehen. Ih, eine riesige Ratte. Also, eigentlich ist es eine normal große Ratte. Ich habe übrigens Autokampf gerade an, weil ich mich vorhin dann durchgeprügelt habe, weil wir können hier mit den Charakteren eh nicht angreifen. Also habe ich Refia immer stehlen lassen und Lunif castet halt die ganze Zeit Eis. Das hat mich vorhin ein bisschen schneller zu unserem Ausgangspunkt jetzt gerade eben gebracht, wo ich eben die Folge eben gerade angefangen habe. Und spart einfach mir und euch ein bisschen Zeit jetzt. Ich werde jetzt aber den Random Encounter, den automatischen Kampf wieder ausschalten, weil ist halt langweilig. Ach, das ist eine Ratte. Ich dachte, das wäre eine Katze. Und noch ein Random Encounter. Cool. Sehr cool. So, Lunif, mach mal Feuer auf das Streifenhörnchen und du machst Verteidigung. Du darfst stehlen, du darfst verteidigen. Und nach dem Kampf werde ich dann mal dein Gift wegmachen. Hoffentlich reicht Feuer. Ja, Feuer reicht. Sehr gut. Stehlen! Ich hoffe, sie lernt irgendwann Raupen. Vielleicht kann man sie ja zu einem Ninja machen, indem man Krieger mit Dieb verbindet und dann kriegt man einen, naja, Ninja halt raus. Das wäre cool. Ich meine, ich kann ja auch nur raten, ne? Ich habe doch keinen Plan. Habe ich jetzt eigentlich von dem vorhin gestohlen oder von dem Streifenhörnchen? Naja, wahrscheinlich ist es eh irrelevant. Nein, er lebt. Okay. Also ich muss jetzt nochmal Magie verschwenden für den. Toll. Nichts zu stillen. Meh. Meh, meh, meh. Da. Ich meine, ich kann ja mal angreifen, dann seht ihr wieder, was passiert. Wir machen nämlich 0 Schaden. 0 bis 1. Keine Sorge, ich mach das schon. Jetzt kommt Dash angeschissen. Ich glaube das nicht. Und stiehlt mir die Show. Hätte das nicht am Anfang des Kampfes machen können oder beim nächsten Random Encounter? Was ein Lappen. Ey, Stufe gestiegen. Ey, Stufe gestiegen. Ey, Stufe gestiegen. Abruf-Stufe gestiegen. Das ist gut. Achso, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich würde gerne alle Charaktere auf Berufsstufe 10 erstmal bringen. Und danach die Klassen mal ein bisschen rumtauschen, weil ich nämlich glaube, dass es verschiedene... Moment, erstmal den Dialog. Quiek, wer seid ihr? Ihr nicht kriegt Funkeldingsen, quiek! Okay. Weil ich nämlich glaube, dass wenn man verschiedene Berufe miteinander kombiniert, dass dann neue Berufe freigeschaltet werden. Das fände ich sehr geil. Ausfallschritt, du machst stehlen und du machst... Achso, stimmt, wir machen ja keinen Schaden. Achso, wir haben keinen, keine Stufe 2 Zauber. Arg! Hm. Ja, greif mal an, vielleicht machen wir ja trotzdem Schaden aus irgendeinem Grund. Keine Sorge, ich mach das schon. One-shottet er die Ratte jetzt. 150 ist schon mal gut. Potion erhalten. Die haben alle nur Potions. 1. Also lohnt sich der normale Angriff nicht. Vorbei. Okay. Und Gift kann ich auch nicht benutzen, weil es ein Bosskampf ist. Huch! Yikes! Hm. Okay, dann... Mach mal Feuer. Du machst mal...
Du machst mal ein Potion auf ihn. Du machst mal ein Antidot auf ihn. Und du machst mal Vita auf dich. Nicht, dass der gleich wieder so einen dicken Blitz abbekommt. Das sollte ihn nicht voll heilen, korrekt? Ach, nicht mal ansatzweise. Feuer! 95 Schaden, yikes! Also gut Schaden macht die Ratte auf jeden Fall. Oh ja, wir machen aber auch gut Schaden. Die lebt noch? Oh boy, hätte ich doch nur auf den NPC gehört, der gesagt hat, hey, als Wicht solltet ihr eigentlich ein bisschen mehr Magieklassen mitnehmen, weil die machen echt Schaden. Als Wichte macht ihr keinen Schaden, das ist nicht gut. Und du machst mal Vita auf sie auch noch, damit sie wirklich voll ist. Mit der Potion reicht schon mal, dass wir nicht sterben. Wahrscheinlich nicht sterben. Und vielleicht reicht der Blitz ja, um den Gegner zu töten. Nein, aber der Gegner blitzt jetzt auch Blitz. Ha! Vergiftet. Fuck. Wenigstens haben wir den physischen Schaden reduziert. 69! Bring doch mal die Ratte um jetzt. Verteidigen. Wir sind Verteidiger! Das war ein Blödsinn. Wow, die hält echt viel aus. Ich wünschte, ich hätte mehr Magieklassen, aber selbst dann hätte ich ja nicht die Zauber dafür. Hätte ich ja auch kaufen müssen. Kann ich dann im Nachhinein kaufen, wenn wir uns irgendwann entscheiden, jemandem nochmal Schwarzmagie zu geben. Wobei, ich hätte vielleicht sogar noch ein paar Zauber gehabt. Man findet die auch. Lass sie nicht aufhalten. Baller weiter auf den drauf. Du schmeißt mal ein Potion auf ihn. Und du machst mal Vita auf den Mage, damit der Mage nicht stirbt. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass der Mage nicht stirbt. Oh, okay. Dash entscheidet sich, uns nochmal zu helfen. Das ist schön. Dann schaffen wir nämlich vielleicht den Random Encounter, den Bossfight hier. Es reicht nicht! Wieso riecht mein Orangensaft, den ich hier... Orangensaft, mein... Meine Apfelschorle. Nicht mal ansatzweise richtig. Eigentlich nach Öl. Kann mir das jemand erklären? Ah! Thank God. Ich dachte schon, das wäre unser Ende. 300 XP und 1500 Gil. Nice. Nicer Stissel. Stufe von Ingis. Aha! Eine Beschwörungsmaterial. Neptor-Auge erhalten. Jawohl. Nice. Dann können wir uns jetzt erstmal alle wieder voll heilen. Au. Ach, wir sind voll geheilt, okay. Oh. Wir sind nicht nur voll geheilt, unsere MP sind auch wieder voll. Das ist ja nett. Ist hier noch was? Jetzt haben wir die arme Ratte umgebracht. Tut mir fast leid. Riesige Knochen im Weg. Arg! Und eine normal große Riesenratte. Nein, nicht reiß aus. Nicht reiß aus. Du sollst stehlen. Ich bin verlockt, Ingis nochmal einen Feuerzauber zu geben oder so. Naja. Ich meine, könnte ich ja echt machen. Ich kann das ja auch einfach tauschen, ne? Da komme ich natürlich früh drauf. Stehlen! Du konntest nicht stehlen. Toll. Los, los, los! Schnell, schnell, schnell! Ich guck gleich mal, ob wir noch einen Zauber haben. Einen Kampfzauber für Ingis. Weil wir können ja einfach die Zauber dann wechseln. Das ist ja viel schlauer, als wenn ich jetzt hier mit meinem Gammel-Damage rumlaufe. Schlaf und blind haben wir noch. Meh. Dann anders. Dann erstmal dich euch alle entgiften. Gut, dass ich so viele Antidotes gekauft habe und wir haben trotzdem nur noch eins. Gib mal deinen... Tauschen. Du tauscht mit ihm. Nein.
Du tauscht. Warte, was? Du tauscht. Mit Lunev? Was? Versteh das nicht. Tauschen. Zauber mit wem tauschen? Lunev mit Ingis. Ha? Magie. Ingis. Zauber mit wem tauschen? Lunev. Wieso kann ich... Hä? Was passiert, wenn ich ablegen drücke? Habe ich den dann weggeschmissen oder ist er nur abgelegt? Es ist nur abgelegt, okay. Dann machen wir das ganz einfach. Du gibst mal deinen Eiszauber ab. Und den bekommt Ingis jetzt erstmal, vorübergehend. Den müsste er ja benutzen können. Weil er ist ja Rotmagier. Der kann ja sowohl Weiß- als auch Schwarzmagie benutzen. Weil, wie wir alle wissen, Kinder, Weiß und Schwarz gibt Rot. Hm. Ups, nein! Ah! Dammit! Wieso greift er denn an? Achso, weil er. Oh. Weil er jetzt den Eiszauber nicht mehr hat. So. Feuer. Verteidigen. Stehlen. Feuer. Eis. So. Und jetzt kann ich auf Autokampf stellen. Yay! Jetzt brauchen wir nicht mehr so lange. Juhu! Und wir haben einen Potion erhalten. Das ist auch gut. Und hoffentlich kommen wir hier bald raus. Wir haben nämlich keine... wie heißen sie? Antidotes mehr. Eine Gegengifte. Als wir hier runter sind, waren hier gar keine Random Encounter. Jetzt sind hier alle. Yay, wir können sie one-shotten. Yay, wir konnten nichts stehlen. Yay, es geht jetzt viel schneller. 110 EP, sweet. Ich habe so coolen Hut. Der ist so stylisch. Richtig fashionable. Mm. Oh, yes. Na, wer kennt den? Was? Ist hier was? Nee. Sah so aus. Das sah halt verdächtig aus. Was soll ich machen? Ich muss ja mal ausprobieren, ne? Stehlen! Goldnadel gestohlen, das ist cool. Heißt es, die können versteinern? Heißt es, die Streifenhörnchen können versteinern oder haben die einfach nur dabei? Ich drücke X für den Fall, dass hier irgendwo versteckte Items sind, aber ich glaube mal nicht. So, jetzt müssten wir uns entwichteln, aber das können wir. Moment, doch können wir, ne? Stimmt, der hat jetzt auch zwei Charges auf seiner Wichtelmagie. Gut, dann kannst du auch mal deinen Zauber hier wieder ablegen. Und du kannst ihn wieder lernen. Ja. Weil jetzt kann. Wie heißt er? Ingis ja wieder drauf knüppeln. Du setzt das fehlende Auge in seinen Sockel ein. Das war hell. Ihr habt euch bewährt, Krieger des Lichts. Ich bin der Nepto-Drache, Hüter der Meere. Dafür, dass ihr mein fehlendes Auge zurückbrachtet, möchte ich euch danken. Dieses Auge ist kein einfaches Juwel, es ist meine Seele. Ohne es kann meine physische Form, der Drache, nicht kontrolliert werden. Jetzt, da ich wieder eins bin, werde ich in Frieden ruhen und über dieses Wasser wachen. Doch hat das Wasser selbst sein Licht verloren. Etwas ließ die Erde beben und das Licht wurde in die Tiefen des Nichts gezogen. Krieger des Lichts, ich werde euch den Zahn des Wassers überreichen. Er wird euch die Kraft spenden, neue Herausforderungen zu bewältigen. Nun geht und stellt das Licht der Welt wieder her. Zahn des Wassers erhalten. Der Nepto-Drache fällt in einen tiefen Schlummer.
Yay! Bye! Auf zu den... Ich will immer Zwerge sagen, weil die halt aussehen wie Zwerge und sich so verhalten. Aber es sind Wikinger. Mein Schiff! Ey! Mir wurde gesagt, ich krieg das Schiff jetzt. Entschuldigung, darf ich mal? Ich muss mal zum Chef. Willkommen zurück! Die Wikinger werden niemals vergessen, was ihr für uns getan habt. Die Enterprise gehört euch. Nehmt sie und segelt davon, junge Helden. Lasst euch vom Wind leiten. Du bist nun stolzer Besitzer der Enterprise. Yay, die Entenscheiß. Okay, ja, danke, ja, ja, ja. Ich muss rasten, ich muss erst noch rasten. Bevor ich jetzt irgendwas mache, gehe ich rasten. Aber wer rastet, der rostet. Gut, was kann man denn hier mal holen für unseren guten Hugo, oder wie er heißt. Ich will ihm eigentlich schon lieber gerne Eis kaufen. Ich kaufe ihm ein Eis. So, dann haben wir Backup für den Fall, dass er mal zaubern muss auf Stufe 1. Ja. Eine Übernachtung kostet 40 Geld. Eine grusame Nacht wünsche ich. Oh, und wenn ich gleich aufwache, müsst ihr mich mal daran erinnern, dass ich noch Antidotes kaufen muss, ne? Also ja, schön, daran erinnern. Erinnert mich dran. Ich habe geschlafen wie ein Stein. LP und MP wiederhergestellt. Gut, dann kann ich ja jetzt gehen. Nein, ein Witz. 10 sollten erstmal... Komm, wir machen 20 so. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Dann haben wir definitiv genug. Ha. So, und das ist unser Schiff. Und jetzt speichere ich auf einem anderen Spielstand. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist von Final Fantasy 3. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago, ich sag noch einmal vielen Dank fürs Zusehen, vergesst nicht euren Wuffel zu füttern und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!